Ach so, ja, ich erzähle jetzt einfach die Geschichte. Ne? Du erzählst jetzt bitte die Geschichte. Also, welche Geschichte möchtest du denn hören? Schweiger. Leise. Wertschätzung. Eigentlich nicht, nein, aber es muss ja eins beantworten, ne? Ja, Banane, Datteln, Erdbeeren. Und dann wieder schön geshakt und dann wird es in der Sauna verzehrt. Mit Beleidigung. Eisenhart. Wodka Maracuja. Also nicht meine Schuld, ist Balus Schuld, ist ja klar, ne? Ich habe so lange an ihm rumgebaggert und endlich ist er da zum Lieder oder Weiß. Robert Tasche bei uns. Robert, wie ist die Lage? Gut, danke. Sehr schön. Ich freue mich sehr auf ein Lieder oder Weiß mit unserem Führungsspieler Robert. Robert, wir haben aus der Mannschaft und von den Fans einiges an Anregungen gekriegt. So ein bisschen was habe ich mir auch überlegt. Ich bin sehr gespannt, wie wir durchkommen. Du kennst die Regeln, musst dich immer für eine Antwort entscheiden, hast einen Joker, wenn du mal was gar nicht beantworten willst. Und ansonsten musst du dich immer für eins entscheiden. Können wir loslegen? Ja. Dann geht's los. Lila oder Weiß? Lila. Lila-Weiß oder Blau-Weiß? Lila-Weiß. Robby oder Berti? Robby. Berti hätte ich gerne gehört. VfL Mönchhöfen oder Arminia Bielefeld? VfL Mönchhöfen. VfL Mönchhöfen oder Hamburger SV? VfL Mönchhöfen. VfL Mönchhöfen oder Fortuna Düsseldorf? VfL Mönchhöfen. VfL Mönchhöfen oder Nottingham Forest? VfL Mönchhöfen. Wir spielen das Spiel noch dreimal. VfL Mönchhöfen oder Birmingham City? Dann kannst du alles dreimal VfL Mönchhöfen sagen. VfL Mönchhöfen oder VfL Bochum? Immer noch VfL Mönchhöfen. Und VfL Mönchhöfen oder VfL Osnabrück. Übrigens, mit VfLs hast du's. Pardon? Ich habe gesagt, mit VfLs hast du's anscheinend. Also VfL Mönchhöfen oder VfL Osnabrück. Ja, VfL Mönchhöfen noch, ja. Da fing alles an. Treue Seele, so ist es. Kastropper Straße oder Bremer Brücke? Kastropper Straße. Sechser oder Achter? Achter. 4-3-3 oder 4-4-2? 4-3-3. Schnacker oder Schweiger? Schweiger. Ja. Solist oder Teamplayer? Teamplayer. Vorlage für Eule oder Tor? Tor. Herzjubel oder Flickflack? Flickflack. Robert, wann sehen wir den denn dieses Jahr noch? Wir haben ihn noch gar nicht gesehen. Schieß noch ein Tor in den letzten zwei Spielen und gibst uns dann noch einen Flickflack. Hau mal einen raus jetzt. Weiß ich nicht. Ich hoffe. Wir hoffen auch. Wer macht den Flickflack dann eigentlich besser? Du oder Chance? Chance. Wer sich überzeugen möchte, es gab da so ein Spiel vom Hamburger SV 2011. Unter anderem gibt es das bei YouTube zu sehen. Da hat Robert einen wirklich schönen Flickflack hingelegt. Wir haben gerade in der Zeitung gelernt, das hast du mal bei einem Teamkollegen gelernt, richtig? Ja, genau. Als ich 10 war oder so, von meinen englischen Freunden aus Kreisverwahl Herford. Und dann nachher waren die auch bei uns bei Mönchhöfen. Sah ziemlich elegant aus. Wir würden uns alle sehr freuen, wenn wir noch einen Robert-Tasche-Flickflack hier in dieser Saison zu sehen bekommen, auf jeden Fall. 100-Meter-Lauf oder Marathon? 100-Meter-Lauf. Okay. Rondo oder Abschlussspiel? Rondo. Passen oder dribbeln? Passen. Was ist schwerer, ein Elfer für den VfL oder gegen den VfL? Gegen den VfL. Wir erinnern uns, Robert Tesche hat tatsächlich schon mal einen Elfmeter mit dem Hamburger SV an der Bremer Brücke verschossen. Aber es war natürlich gegen den VfL, das ist völlig in Ordnung. Also von daher, jetzt triffst du ja immer, ist alles in Ordnung. Robert, auf den Platz, laut oder leise? Leise. Was ist wichtiger, Geld oder Wertschätzung? Wertschätzung. Traditionsverein oder egal, Hauptsache kicken? Traditionsverein. Schwarze Schuhe oder bunte Schuhe? Bunte Schuhe. Dauerbrenner oder Teilzeitarbeiter? Dauerbrenner. Ja, das passt auf jeden Fall. Ich glaube, der Mann hat ein Training verpasst. Ansonsten, ja, doch, eine Gelbsperre hat sie. Ansonsten hätte es wahrscheinlich auch jedes Spiel gemacht dieses Jahr. Unglaublich. Kicker 11 der Woche oder FIFA Team of the Week? FIFA Team of the Week. Ist dir das so viel wert? Eigentlich nicht, nein, aber es muss ja eins beantworten, ne?
Und ist ja schon auch ganz geil, die große Plakette zu kriegen, oder nicht? Ja, war cool, das stimmt. Also, okay. Englischer Fußball oder Catenaccio? Catenaccio. Catenaccio oder Schweinsteigers Schule? Catenaccio. Schweizer Uhrwerk oder Casio Digital? Schweizer Uhrwerk. Ja, also das passt ja doch wirklich besser zu dir. Sauna oder Kältebecken? Sowohl als auch. Also erst Sauna, dann Kältebecken. Also Sauna oder Kältebecken? Sauna. In der Sauna sitzen oder liegen? Liegen. Wer ist eigentlich der Saunameister? Pat oder du? Pat. Also gehört, Pat hat mal an einem Tag es geschafft, 4-mal in die Sauna zu gehen und 3,5 Kilo zu verlieren an diesem Tag. Was macht ihr denn da oben? Wie oft gehst du in eine Sauna am Tag? Also ich höre, es wird öfter sauniert bei Robert Tesche. Pat geht mit Abstand am meisten in die Sauna, aber ich mache meistens einen Durchgang, maximal zwei. Und Pat macht dann, keine Ahnung, 3, 4 Durchgänge, je nachdem. Ist das so ein typischer Teil deiner Pflege einfach, so auch jeden Tag mit Training und so weiter, was für dich dazugehört? Ja, gehört zur Regeneration dazu, ne? Deswegen mache ich das eigentlich regelmäßig, eigentlich immer nach dem Training. Und ja, das machen viele Spieler und es bringt uns was. Das sieht so aus, auf jeden Fall. Und dann, wenn du in die Sauna gehst, mit Shake oder ohne? Mit Shake. Was gibt's da für einen Shake? Mit Frucht, habe ich gehört? Ja, Banane, Datteln, Erdbeeren, Blaubeeren, Mango, Ananas manchmal. Und je nachdem, entweder kommt Protein rein und dann ein bisschen Hafermilch. Und dann wird das schön geshakt und dann wird es in der Sauna verzehrt. Junge, da werden ja richtig Vitamine geballert beim Herrn Tesche. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Für immer Fußball oder mal was anderes machen? Für immer Fußball. Okay. Trainer oder Zeugwart? Zeugwart. Pali oder Mario? Schwierig, ne? Aber ich habe länger mit Pali zusammengearbeitet. Also Pali. Mario, schöne Grüße. Das geht nicht gegen dich an dieser Stelle. Behandlung bei Sebi oder Fußpflege bei Perwin? Fußpflege bei Perwin. Schönen Gruß an Perwin Hagemeyer, die das Ganze auch schon jahrelang bei uns macht. Verlieren können oder immer gewinnen wollen? Immer gewinnen. Dafür bist du Leistungssportler. Wizard oder Poker? Wizard. Wizard mit Beleidigung oder ohne? Mit Beleidigung. Eisenhart. Also, ja, wie soll ich sagen, der allerfreundlichste Kartenspieler bist du nicht, habe ich mir sagen lassen. Ist das eine Frage? Kriegt nicht ja oder nein, ne? Also, oder muss ich jetzt... Ich dachte, vielleicht erzählt der Herr Tesche auch noch mal was am Rande. Ach so, nein, ich kann auf jeden Fall nicht verlieren beim Kartenspielen und das kriegen dann meine Mitspieler zu spielen. Verbal. Bleiben wir beim Thema Kartenspielen und brauchen gleich sicherlich noch mal eine Erklärung von dir. Flo Kleinhansel oder Stern Du? Das ist ja quasi Stern Du, ist ja quasi Flo Kleinhansel, ne? Also, ich fange mal ganz vorne an. Stern Du ist ein Pokémon. Korrekt. Ich finde es erstmal absolut überragend, dass Robert Tesche sich mit Pokémons auskennt. Warum Flo Kleinhansel oder Stern Du? Das erklärst du jetzt einmal. Ich weiß es, aber du erklärst es trotzdem. Beim Wizard-Spielen geht es ja um... Ist ein Kartenspiel und man darf da keine Fehler machen. Und wenn wir spielen und einer macht einen Fehler, kriegt er einen Stern. Ne? Aufgeschrieben. Und am Ende bei Punktgleichheit verliert der einen Stern hat. Und bei Stern Du oder Flo Kleinhansel, ist ja die gleiche Person, ist es eigentlich in aller Regelmäßigkeit, dass er einen Stern mindestens hat. Deswegen ist sein Spitzname auch in der Mannschaft nicht nur von uns, die Karten spielen, sondern von allen jetzt auch Stern Du oder je nachdem die Weiterentwicklung ist auch Starmie, glaube ich. So wird er auch manchmal genannt, ja. Das ist die Anschlussfrage. Stern Du oder Starmie? Stern Du. Autogrammkarte für Polizisten oder für Fans? Für Fans. Was war da los? Erklär nochmal, Autogrammkarten für Polizisten, das möchte ich jetzt auch einmal von dir hören. Ach so, ja, ich erzähle jetzt einfach die Geschichte. Ne? Du erzählst jetzt bitte die Geschichte. Also, welche Geschichte möchtest du denn hören? Warum mir diese Frage zugespielt wurde. Warum denn überhaupt Autogrammkarte für Polizisten oder für Fans? Das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Nein, sowieso nicht. Deswegen. Aber da steckt ja sicher was hinter.
Ja, bestimmt. Und ich nehme jetzt einfach nicht diese Frage auf, so wie sie jetzt die Geschichte dahinter steckt, sondern einfach, wir hatten auch in der Kita in Bochum auch viele Polizisten in der Kita, die haben auch Autogrammkarten bekommen. Dann lassen wir das an dieser Stelle so stehen und lassen den ein oder anderen in der Unsicherheit. Vielleicht wird er dich dann bei nächster Gelegenheit einfach nochmal fragen, was dahinter steckt. Aber gut, wir gehen über diese Frage hinweg. Identifikation oder Dienst nach Vorschrift? Ja, ist schwierig. Ich weiß jetzt nicht, was da... Ja, Identifikation im Sinne von, weil du dich sehr verbunden fühlst, haust du alles rein, oder Dienst nach Vorschrift im Sinne von, naja, du machst, bist Profi und du erledigst deinen Dienst nach Vorschrift? Ich erledige meinen Dienst nach Vorschrift natürlich, ne? Was mir gesagt wird, das werde ich versuchen umzusetzen. Das schließt ja auch Identifikation nicht aus, aber okay, Dienst nach Vorschrift. Sponsorenabend oder Autogrammstunde? Sponsorenabend. Kirmes oder Schützenfest? Kirmes. Fako oder Wodka Maracuja? Wodka Maracuja. Okay, Fanta Korn oder Wodka Maracuja? Wodka Maracuja ist das Getränk der Wahl, wenn dann mal gefeiert wird. Thema Klamotten, modisch oder casual? Casual. Und dann gerne, ich darf es ja gerne, nein, ich erwähne die Marke jetzt nicht, denn da würde unser Ausrüster sich nicht freuen, denn es ist eine Konkurrenzmarke aus England, die Robert Teschl sehr, sehr gerne trägt. Das lassen wir an dieser Stelle mal so stehen. Das ist aus Amerika, glaube ich, nicht aus England. Tatsächlich? Ich dachte, es wäre eine englische Marke. Okay, gut, dann lassen wir stehen. Feiern oder relaxen? Relaxen. Aber wenn du mal feierst, Adiamo oder Alando? Ja, jetzt in letzter Zeit war ich eher im... Adiamo, aber da war ich auch normalerweise die letzten 15 Jahre nicht einmal gewesen. Ich sag mal Adiamo einfach. Sagen wir einfach Adiamo. Pub oder Trinkhalle? Pub. Bulli fahren mit offener oder geschlossener Tür? Mit offener Tür. So, da muss selbst Kollege Malik Scherz, der hinter der zweiten Kamera sitzt, ein klein wenig schmunzeln. Wir gehen ein bisschen in der Zeit zurück. Wir hatten einen Mannschaftstag, Mannschaftsabend, Anfang der Saison in Hannover. Wir fuhren in ein Parkhaus ein und plötzlich hing die Bulli-Tür daneben. Die Geschichte bitte noch einmal kurz von dir, bevor ich sie ganze zu Ende erzähle. Was ist da passiert? Wie gesagt, wir hatten da Schlag den Star, hieß das, glaube ich. Ne, Schlag den, weiß ich nicht, Schlag dein Team, glaube ich, hieß das Spiel. Und war 40 Grad ungefähr in den Bulli. Dann sind wir angekommen an dem Parkhaus und habe schon die Tür aufgemacht. Und ein paar Lose haben wir weitergefahren und das war so ein schönes, so ein Metallrahmen, so eine Stange. Und da ist er natürlich gegengefahren, also nicht meine Schuld, das ist Balus Schuld, ist ja klar, ne. Und ja, da ist die Tür dann abgefallen. Dann ist sie dann abgefallen. Und ja, Malik, wir standen daneben und haben uns mit großen Augen angeguckt und gedacht, was, wie genau wollen sie das heute lösen? Wir haben es natürlich wieder irgendwie gelöst, aber ja, das war schon ziemlich lustig auf jeden Fall. Thema Essen. Fast Food oder Fine Dining? Fast Food. Fischbrötchen oder Mantaplatte? Mantaplatte. Mantaplatte oder Pickard? Mantaplatte. Ostseeküste oder Ostwestfalen? Ostseeküste. Sommerurlaub oder Winterurlaub? Sommerurlaub. Heimaturlaub oder Fernreise? Heimaturlaub. Berge oder Strand, wenn es dann an die Fernreise geht? Strand. Ernährung oder Schlaf? Schlaf. 20 Uhr ins Bett oder 23 Uhr ins Bett? 23 Uhr dann. Doppelzimmer mit Zolli oder mit Eule? Am besten eine Dreierkombo, ne? Nehmen wir Joko an dieser Stelle? Nein, nehme ich mit Eule. Und dann eigentlich durchschlafen oder wach werden und naschen? Wach werden und naschen, ja. Und was gibt's dann? Eine Packung Knoppers oder eine Packung Kinderriegel? Was von Kinderriegel, ja. Oder Kinder-Schokobons? Kinder-Schokobons ist der Favorit, ja. Schönen Gruß von Zolli, der vermisst sich dann nachts beim Aufwachen, wenn es mal wieder knistert. Und wenn es die Kinder-Schokobons oder ist es dann doch lieber Rittersport Vollmilch? Kinder-Schokobons.
Also ich gebe zu, also diese riesen Naschkatze, die hätte ich hinter dir nicht vermutet, sage ich ganz ehrlich. Aber dieses nachts aufstehen und nochmal naschen, mitten in der Nacht, das machst du sehr regelmäßig. Ja, das mache ich sehr regelmäßig. Ja, Wo kommt das her? Ich weiß es nicht. Mitten in der Nacht und dann anfangen und Bonbons zu essen? Ja. Was ist da los? Ja, es ist ein bisschen schwierig zu erklären. Ich würde es selber gerne wissen, aber es ist einfach so ein Zwang. Okay. Und wenn ihr dann so unterwegs seid, wird die Minibar, wird die abgecheckt oder wird die stehen gelassen? Absolut abgecheckt. Und wenn es dann im Bus nach einem erfolgreichen Spiel dann eben zum Hotel geht, ist dann Bier trinken oder Gummibärchen essen? Gummibärchen essen. Schönen Gruß von Euler an der Stelle, dem das Bier besser schmeckt, aber du bist absolut zufrieden mit Gummibärchen, habe ich mir sagen lassen. Wenn du dann aber mal Bier trinkst, Robert, Barrebräu oder Herforder Pilz? Ich trinke kein Bier. Joker-Frage? Dann würde ich. Wir sind fast am Ende. Also ich meine, Herforder sage ich dann. Dann sei der Herforder, gut. Da du ja kein Bier trinkst, Powerade oder Paulaner Spezi? Paulaner Spezi. Kaffee oder Kakao? Kakao. Angeln oder Fischen? Angeln. Also, weiß nicht, was der Unterschied ist, aber... Ja, du sagst Angeln, gut. Und am See oder auf See? Am See. Zander oder Hecht? Hecht. Mitnehmen oder freilassen? Freilassen. Allerletzte Frage, denn wir sind schon durch. Es ging unglaublich schnell. Unsichtbar sein oder fliegen können? Fliegen können. Ach, Robert, Mensch, was soll ich denn sagen? So absolut klar, wie wir dich jeden Tag erleben, bist du auch durch dieses Lila oder Weiß durchgeflogen. Vielen herzlichen Dank, mein Lieber. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich bin sehr froh, dass wir dich jetzt endlich abgecovert haben, auf jeden Fall. Und diese Ausgabe der Bücher des... Vielen lieben Dank dafür und wir freuen uns auf jeden Fall auch schon auf den nächsten. Danke, Robert. Vielen Dank, René. So, Freunde, abonniert auf gar keinen Fall diesen Kanal, aber wenn ihr Lothars letzte Ausgabe sehen wollt, dann klickt hier.